Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Unsere Lieblings-Dulli-Zeitung Die Bild hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Kennt es ja. YouTube wird immer strenger. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mir ein Abo raushauen würdet. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Werke, insbesondere die mit den Exit Allstars, noch einmal anschauen könnt. Als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo hoffentlich Kurznachrichten auftauchen. Zumindest neue. Ja, Leute. Es geht diesmal um ein schweres Verbrechen. Und zwar ein Verbrechen aus der Nachbarschaft. Genauer gesagt, war es in Düsseldorf passiert. Und der trägt den Titel Julius Kuschelhühner totgeschlagen. Für den Autisten war sie das Wichtigste. Es gibt gar nicht den Autisten. Meine Güte. Fängt das schon wieder geil an, Bild. Natürlich sarkastisch gesprochen, ne? Von wegen, wir Autisten verstehen kein Sarkasmus. Da lacht ich mir den Arsch ab. Aber gut. Beruhigen wir uns mal wieder. Und ich würde mal sagen, ohne Wenn und Aber, es wird richtig heftig. Los geht's. Düsseldorf. Wenn Julius, 11 Jahre, die weichen Federn streichelt, geht es ihm besser, denn er ist Autist. Für ihn sind die Seidenhühner, die seit 3 Jahren im Garten der Düsseldorfer Familie leben, mehr als Haustiere. Das sind quasi seine Therapiehühner, sagt seine Mutter Michelle, 46 Jahre, Berufsbetreuerin. Also, nicht alle Autisten kuscheln mit Seidenhühnern. Oder streichelt Seidenhüter, sagen wir es mal so. Wir haben ja ganz andere Therapiemöglichkeiten. Also, liebe Bild, einfach mal darüber nachdenken. Nicht alle Autisten in eine Schublade stecken, ja? Danke. Unfassbar. Jetzt lagen Hahn Rocky und zwei seiner Hühner leblos im Stall. Kaltblütig erschlagen von einem Tierhasser. Ja. Und wer könnte diese Tiere gehasst haben? Aber mal schauen, was Michelle zunächst vermutete. Ich wollte es nicht wahrhaben, hatte gehofft, eine Vogelkrankheit hätte sie getötet. Fangen wir jetzt schon mit der Vogelgrippe an. Nur weil hier Geflügelpest mal wieder neulich in den Radionachrichten auftaucht, muss es nicht noch lange nichts heißen. So schnell kann es nicht so ausbreiten, im Gegensatz zu Omikron und Corona. Ah. Coroni und seine mutierte Jungs, die... Muss ich dazu noch was sagen? Nein. Weiter geht's. Um Klarheit zu haben, hat sie die Hühnerkadaver extra vom Veterinäramt untersuchen lassen. Die Schockdiagnose kam per Post. Todesursache ist eine hochgradige flächige Blutung mit Hämatomenbildung im Bereich von Hinterkopf und Genick. Außerdem hatten sie Blutkrusten an den Beinen. Blutkrusten an den Beinen. Sag mal, wie sadistisch ist der Täter eigentlich? Oder die Täterin, pardon. Jetzt kriege ich bestimmt jetzt wieder Ärger, wenn ich jetzt das alles auf ein Geschlecht beziehe. Ah, nee. Wie gesagt, zweiter Kanal. Bitte abonnieren, dann geht's dort weiter. Und wenn der erste gesperrt wird, keine Sorge, mache ich halt einen dritten Kanal auf. Ganz einfach. Weiter geht's. Das heißt, jemand hat unsere Vögel an den Füßen genommen und so lange auf etwas Hartes geschlagen, bis sie tot waren. Neben dieser Brutalität schockiert Julius' Mutter außerdem, dass der Täter in ihren gut gesicherten, uneinsehbaren Garten eingedrungen ist.
Also ich denke mal, ich kenne mich zwar in dem Haus nicht aus, in dem sie leben, aber ich könnte mir vielleicht definitiv vorstellen, zuletzt hatte ich mal eine Wohnungsbesichtigung gemacht, wo es einen freien Garten gab für beide Mieter, dass man halt hier so frei rumlaufen kann, ne? Und da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ein Nachbar hier in den Garten ihrer Nachbarn reinkam und diese Hühner so lange erschlagen haben, bis sie tot waren. Könnt ihr bedenken. Steht bestimmt, wetten das noch in den letzten zwei Abschnitten noch mit drauf. Weiter geht's. Und wahrscheinlich. Aber gut. Ich sag lieber keine weiteren Verschwörungen, sonst wird das Video gleich gesperrt. Naja. Weiter geht's. Sie vermutet, dass es ein Nachbar war. Tada! Das hat jemand mit Vorsatz gemacht. Vielleicht jemand, dem Rockys Krähen zu laut war. Sie überlegt nun, Anzeige zu erstatten, obwohl ich nicht viel Hoffnung habe, dass das was bringt. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, denn ich vertraue die Polizei ja nicht. Und wenn das Video deswegen gesperrt wird, beziehungsweise der Kanal, dann mir doch egal. Egal, egal, egal. Michael Wendler, geh in den Puff. Ja, ich gehe jetzt in den Puff und werde Laura jetzt betrügen. Ja, viel Spaß. Wahrscheinlich schnappt er sich dann eine noch jüngere Freundin als Laura. Wetten das? Oh, das gibt jetzt wieder Ärger. Ich ahne das schon. Noch den letzten Abschnitt, dann ist Feierabend. Damit ihr Sohn nicht auf sein Hühnerkuscheln verzichten muss, hat sie inzwischen drei neue angeschafft. Seidenhahn Heinrich mit Goldi und Linda. Das Schönste ist, mit ihnen zu schmusen. Die sind so weich, sagt Julius. Ohne sie mag ich nicht sein. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Fakt ist auf jeden Fall, dass ein Nachbar, der halt diese Hühner totgeschlagen hat, noch weiter in der Nachbarschaft leben wird. Die Polizei wird nichts unternehmen. Das ist völlig egal, ob das in Hamburg oder hier in Düsseldorf ist oder irgendwo anders im Ruhrgebiet oder egal welches Bundesland in Deutschland auch ist. Wir reden jetzt nur über Deutschland. Kann man hundertprozentig sicher sein, dem Nachbar passiert gar nichts. Also, was meint ihr dazu? Schreibt einfach unten in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video und vor allem den Abo-Button mit der Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpassen könnt. Vielleicht gibt's morgen noch etwas von der Dulli-Zeitung Bild. Und wisst ihr, wer meine Lieblings-Dulli-Zeitung aus Österreich ist? Ihr wisst es mittlerweile schon. Der Wochenblick Österreich. Und warum? Weil der Wochenblick im Gegensatz zu Bild von einer Partei getragen wird. Und diese Partei nennt sich ja FPÖ. Die Bild ist hingegen unabhängig. Na gut. Genug davon. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, Leute.